Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Scum. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, heute fällt mir die Folge wieder ein bisschen schwer aufzunehmen, denn es gibt wieder richtig Beef auf dem Server. Ne? Ich habe gestern ja gestreamt und wir wurden da besucht von anderen Spielern und die haben uns die Bude vollgekotzt und gar nichts gesagt zum Beispiel, war halt ein seltsamer Besuch, aber ich habe das Ganze komplett mit Humor genommen und auch jetzt dementsprechend da gar nichts gemacht. Dann wurden wir gesniped auf dem Airfield, ich habe Stream-Sniper gesagt, dann wurde auch wieder geschimpft, dass ich da immer nur mecker und ja, was würdet ihr denn machen, wenn ihr streamt und du steigst gerade als Bambi im Flugzeug und bumm, wirst du weggeschossen. Ne? Das Ganze habe ich gestern aber noch mit diesen Menschen geklärt und ist auch alles in Ordnung gegangen, der konnte wirklich nichts dafür, der hat mich einfach gesehen und hat gedacht, ich habe ein Nachtsichtgerät auf dem Kopf gehabt. Ich muss sogar mal gucken, ob ich das vielleicht sogar hatte, wer weiß. Und ja, dementsprechend ist das alles aus der Welt. Jetzt ist aber das Problem, dass wir einen Admin verlieren, den Großfürsten, und er in seinem Text geschrieben hat, dass meine Aussage großen Teil dazu führt, dass er den Server verlässt. Ich weiß doch gar nicht mehr, was ich machen soll hier. Also ehrlich, wie oder was soll ich machen, um es allen gerecht zu machen? Ich habe gestern in den Sprachchannels geswitcht, auch mal zu den Leuten, ich nenne jetzt keine Namen, die mich oft wegfetzen, und wir haben ein echt geiles Gespräch geführt. Wir haben sogar ein paar Ideen gehabt zusammen, ne? Vielleicht für so einen Trailer oder sowas, ne? Sowas zum Beispiel. Und ich bin jetzt am Ende meiner, ja, nicht Kraft, würde ich nicht sagen, das wäre übertrieben, aber meine Ideen, was ich noch machen soll, um ja hier meinen Spaß zu haben, ne? Das ist die Frage. Es ist alles in Ordnung, wenn ich geschossen werde, ne? Ganz normal. Aber wenn jetzt zum Beispiel in deiner Base halt schon irgendwie 6 Leute stehen, ohne Name überm Kopf, und du weißt, wenn du gleich losfährst, die fahren dir hinterher und töten dich, dann macht das ja keinen Spaß im Stream, ne? Aber das ist ja nicht passiert. Und ich habe das alles, wie gesagt, mit Humor genommen. Und ich habe auch im Stream irgendwo nicht gesagt, dass ich ständig gestreamsniped werde. Ne? Das sind manchmal Leute, die halt einfach an Positionen gerne hocken und Leute wegknallen. Das passiert. Mann, und jetzt stehe ich wieder wie der Ochse da, wie der Letzte. Und bin wieder schuld an allem. Ne? Ich habe auch erwähnt in den Stream, dass ich eventuell ja dann den Server verlasse, wenn das so weitergeht. Aber das sind immer so Rage-Sachen, die ich sage. Und einen neuen Server mache. Ich kann mir gar keinen leisten momentan. Ne? Das zur Info. Ne? Ich bin in Privatinsolvenz. Ne? Ich kann bisher einen Server aufmachen mit 50 Slots und den bewirtschaften. Das schaffe ich gar nicht. Ne? Und geschweige denn ohne den Admins, die wir hier drauf haben. Oder jetzt auch weniger haben. Will ich ja gar nicht schaffen, den Server ordentlich zu führen. Dafür bin ich erstmal zu doof, nein, nicht zu doof, aber zu faul auch ein bisschen. Und ja, ich gehe auch noch Real Life arbeiten, ne, und mache andere Sachen noch nebenbei, wie für meine Frau einen Umzug machen, Ex-Frau. Ja gut, das dazu. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ja, ihr versteht, dass ich hier auch in der Situation bin als Streamer, YouTuber, der das auch nicht so leicht hat. Ne? Wie soll ich das alles steuern und lenken? Das kann ich nicht. Ne? Wie gesagt, ich habe kein Gespräch mit irgendeinem Admin geführt bis jetzt. Ne? Dementsprechend wird das mit dem Server jetzt hier noch geklärt. Hat er ja geschrieben, der Großfürst. Und was dann hier passiert, ich habe keine Ahnung. Ne? Ich wurde nicht gefragt, ich wurde nicht angeschrieben, mir wurde auch nichts gesagt. Das zur Info. Gut, ansonsten, ja, bin ich an der Stelle ja, ein bisschen bedröppelt, muss ich sagen. Ne? Also ich habe Bock auf Scum, ich habe Bock auf das Spiel, das ist geil. Die Community wächst und wächst und wächst, das funktionierte. Unser kleines Dorf ist auch schön geworden, mit vielen Spielern, die mir nie zuhören, wenn wir zusammen in einem Discord-Channel sind. Da muss ich auch noch ein bisschen dran basteln. Und ja, hoffe, dass wir das irgendwie über der Bühne kriegen hier. Ich bin gespannt, wie. Aber das werdet ihr in den nächsten Folgen wohl rausfinden. Gut, ich wechsle mal die Szene. Kommentare des Tages lasse ich mal aus. Waren auch nicht allzu viele, aber Dankeschön dafür. Es wurde nur in den Livestream, den ich hochgeladen habe, auch erwähnt, ich mache den Server kaputt und sowas. Wenn ihr wollt, dass ich den Server verlasse, dann schreibt das in die Kommentare. Oder schreibt das einmal in die Kommentare und macht ganz viele Herzen rein und dann verlasse ich den Server. So ist es einfach. Denn wenn ein Streamer auf dem Server halt nicht gewollt ist, was ich sogar fast nachvollziehen kann, oh nein, es ist Tag. Was?
Na gut, Verwirrung, kurzzeitige. Ein Streamer auf dem Server zu haben, ist immer so eine Sache, ne? Ich glaube, das ist einfach scheiße, ne? Man müsste eigentlich einen Server haben, wo der nur zum Stream da ist, aber da würden ja dann auch Spieler da sein. Das wären ja nicht alle Streamer. Also ist das alles nicht möglich. Gut, ich habe gerade, weil es schon so spät ist, es ist 13:21 bei mir, ich habe den ganzen Garten gemacht neu, sind ein paar Pflanzen gestorben und ich habe einfach neu gepflanzt, wie verrückt, paar Ruhmpünktchen gesammelt und ja, Samen. Habe ich den ein bisschen hübsch gemacht, den Garten. Sie hat den Ghillie an, weil ihr halt, wo passen die denn jetzt hin? Na, ist egal, ich packe die da unten rein. So, ich habe den Ghillie an, weil sie am Erfrieren war. Ne? Ich habe ja gestern gequatscht noch im Discord und da war die gestern auf dem Server und da war sie am Erfrieren. Gut, was das Ziel war eigentlich, war, dass wir diese Maschinengewehre auffüllen mit Munition und die wollten wir selber herstellen. Dafür habe ich Bleiplatten gekauft. Und ja, noch mehr Sachen in meinem Inventar. Wartet. Jetzt muss ich mal gucken, ob wir eine Basis eventuell dies und das haben, was wir brauchen, wie Metallschrott und Schießpulver zum Beispiel. Eine kleine Baukiste habe ich selber noch. Ist aber echt klein. Das werfen wir mal wieder hier rein. Was ist eigentlich die Buchse dazu? Das ziehen wir wieder an. Das war jetzt sehr unsinnig. So. Die Lederjacke gegen die Lederjacke getauscht. Dann mal schöne Boots. Ein Hotpant. Und das war's. Mehr habe ich nicht, ne? Katana, das habe ich, das habe ich, das habe ich. Ich habe nicht mehr viel Knackwerkzeug. Ein Feuer habe ich mir noch gemacht, weil also fast tot war. Sie war fast tot. Aber wo war die Hose? Die Gilly-Hose. Habe ich bestimmt. Wie kann man eine Hose verbummeln, Alter? Ich habe eine Hose verbummelt? Ja, keine Ahnung. Ich bin halt ein Specialist. Da ist die Pistole auch drinne, sehr schön. Drei. Ach, sind wir wieder die alte, guck mal. Null. So, Magazin ist drin, da haben wir noch zwei auf Ersatz, das ist gut. Und dann gucken wir einmal ganz kurz in der Base. Also ich habe Blei in rauen Mengen. Wir brauchen für die Munition, ihr merkt schon, ich komme heute irgendwie gar nicht klar. Wir brauchen für die Munition, das ist natürlich die 5,56, die hier, brauchen wir jeweils einen Metallschrott, 15 Einheiten Schießpulver und natürlich auch diese Werkzeugkisten-Kram-Zeugs, aber die kann man selber bauen. Das wäre interessant. So, ich hab mal Huhu. Wahrscheinlich werde ich nicht mal eins zurückbekommen. Ich weiß auch nicht, ob heute Abend streamen. Ich habe keine Ahnung. Also, ich bin momentan so ein bisschen. Ja, wie soll ich das machen, ne? Huhu, Steffi von Koyomi. Ne? Klamotten, Nähzeug, Bolzennägel. Hallo, Jelan. Hier ist Medizin drin, steht ja auch dran. Lappen, verschiedenes. Werkzeugkisten. Oh, das ist gut, dass da so viele drin sind. Knackwerkzeuge, Klamotten, Magazine. Ja, ich gucke da immer wieder. Werkzeug. Ja, Metallschrott ist jetzt wieder so eine doofe Sache, ne? Ich glaube auch nicht, dass ich allzu viel herstellen kann. Ich denke immer, man sammelt dann so viel. Da ist es. Metallschrott auf jeden Fall schon mal. Ah, ja, verschiedenes. Da könnten wir nochmal reingucken. Scheißpulver braucht ja nicht jeder. Aber das ist wieder so eine Sache, die fehlt. Mann, das ärgert mich. Seht ihr irgendwo Schießpulver? Ich nicht. Ja, Knackwerkzeug habe ich voll gemacht und so wieder was rausgenommen. Oh, ich schaffe ja die Schuhe mit, ey. So, Triller. Achso, da steht Triller dran. Was Ass bleibt immer dieselbe Kiste. Muni. Oh, da ist sogar was drin. Wurde ein bisschen sortiert. Meine Armbrust, die ich gefunden habe, ist da drin gelandet. Aber Muni ist auch. Ne. Leider, leider neu. Auch nix. Leer. Batterien komplett leer. Messer. Kurzwaffen. Hässiges Ding. Ne. Metallschrott ist schon mal da. Also es. Hapert am Schießpulver.
Das ist aber auch keine seltene Sache, so ein Schießpulver-Ding, oder? Was habe ich im Rucksack? Den Scheiß, den brauche ich dann ja nicht mitnehmen. Wo bin ich? Quatsch. Doch, richtig. Boah, richtig durcheinander. Weil mir das echt ans Herz geht. Ne? Das, ihr könnt euch ja gar nicht vorstellen. Wenn man da der Streamer ist auf dem Server, und ich bin ja nicht der Einzige, es streamen ja noch andere Leute, ne? Die scheinbar alles richtig machen. Und ich habe immer das Gefühl, ja, jetzt bin ich schuld, ne? An allem. Desaster. Und die werfen wir wieder zurück. Und ich habe auch, wenn ich würde nicht mehr was finden, wenn ich hier was drin hätte, glaube ich. Oh, ja, schönes Reparaturwerkzeug. So, ich fahre mal Schießpulver besorgen. Das kann jetzt ja nicht so schwer sein, was zu finden. Wir haben eigentlich einen Drucker bekommen. Der, so, vier. Dafür brauche ich jetzt auch kein großes Zimmer. Ein Auto fehlt. Haben wir hier so schönes drin? Boah, ist das ein großes Teil. Hier nehme ich mal Nähzeug, das ist auch praktisch. Manchmal landet auch Müll drinnen, ne? Na gut, ist egal. Fahren wir mit dem Moped. Mit der Nase einmal kratzen. Ist praktisch mit dem Türchen, ne? Schießpulver, 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 Schießpulver. Ja, dann leckt das natürlich mega da hinten, wo wir gebaut haben, ne? Aber wir sind ja nicht die Einzigen, die da gebaut haben. Da haben einige mehr gebaut, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Wir sind nicht die Einzigen, die da gebaut haben. Das ist also nicht das Steffi-Squad, die Steffi ist schuld, dass das da so leckt. Da sind auch andere Leute noch am Bauen, ne? Und jetzt wieder alles offen. Nicht gar nichts. Schießpulver, ja, ist so Militärkram eher, würde ich sagen, ne? So. Das heißt, ein Katzensprung, da brauche ich jetzt keinen Cut machen, glaube ich. So. Mal da in die Werkstatt reinschauen, obwohl da, was soll ich in der Werkstatt gucken? Eigentlich, ja, mal hier in der Bremse drehen. Wo kann man gut looten? Wo haben wir die Möglichkeit? Hier ist ja vielleicht eine Polizeistation drin, ne? Also ist eine drin und da finde ich vielleicht auch Schießpulver. Ich hoffe, es kommt kein Bach. Aber ich frage mich, warum immer Situationen entstehen müssen, wo irgendwas passiert, ne? Also so mit, ich verlasse den Server, bla bla bla. Ne? Ich habe selber gesagt gestern, ne? Aber das war ja, wie gesagt, in Rage. Ne? Und ich werde jetzt das Squad auch nicht verlassen, das wäre ja völliger Käse. Aber ich frage mich echt, warum immer irgendwas passieren muss. Warum kann man denn nicht einfach nur zusammen spielen und Spaß haben, ey? Ne? So. Ich fahre einfach mal zu der Stadt da. Dann gehen wir in die Polizei. Ich habe auch ein bisschen was zu knacken dabei, glaube ich sogar. Ne? Nein, aber vielleicht finden wir noch was. Nur ein Dreher. Aber da drin findet man Cheesepulver ja sowieso nie. Das ist schon dann noch eine andere Adresse tatsächlich. Weil die wird sehr mutig jetzt so alleine. Aber ich bin jetzt mutig. Ich mache was anderes. So, einmal umsetzen. Der ahnt es schon. Schießpulver habe ich so oft in der Hand und lasse es immer liegen. 1000 Ideen im Kopf und dann entscheidet man sich immer um mir in Scammel. Ja, das muss ich westlicher da lang. Ja, es ist gefährlich da. Ich weiß, aber alleine
Leichter als, glaube ich, im Team. Aua, aua, vorsichtig. Der Moped hat eh schon so viel Damage. So, wir liegen in dem Busch mit dem... mit dem Bärchies drin. Eigentlich ist es doch gar nicht schwer, wenn man das so betrachtet, ne? Von oben geht man da rein. Ich habe jetzt auch geguckt, ob da irgendwas sich bewegt. Da bewegt sich nicht, außer Mechs. Eigentlich ist das ja ein Klacks, ne? Wenn man jetzt mit mehreren da ist, dann triggert man natürlich öfter und schneller. Oh, wir haben Hunger. Dreh dich um. Das interessiert ihn gar nicht, dass ich ein Tor aufmache. Aber werden wir doch mit einer Handvoll Schießpulver rauskommen können, oder? Zap. Falsche Waffe. Zap. Richtige Waffe. Hallo, ihr beiden. Hallo, ihr vier. Oh, guck mal, das war ja so ein Doppelschlag. Weiß nicht, wie man den macht. Oder andere ist aktiver als der. Papp! Zapp! Ninja, Steffi. So. Kopfsack. Muss gecraftet werden. Oh, Scum ist verloren. Und ein Schraubendreher. Ne, lass ich nicht liegen. Auf keinen Fall. Eine Waffe. Finde ich cool, dass sie Waffen verlieren. Auch das haben alles so die Admins eingestellt. Die ich immer und immer gelobt habe. Ne? Und jetzt sind sie wieder mal alle sauer auf mich. Doofes Fernglas. Immerhin mit neuer Funktion. Also man kann zoomen jetzt mit den Teilen. Also das ist schon mal in etwas. Da kommt nicht ein Schießpülverchen. Hier drin sowieso nicht, glaube ich. Oh. Ach komm, muss behalten. So. Ich hatte bei der Hinfahrt dachte so eine Polizeistation, macht das überhaupt Sinn? Weiß nicht, wo der ist. B3, sind wir nicht da? Wow, neben uns ist ein Airdrop. Wo ist er denn? Da. Ist es eine schlaue Idee loszugehen? Nein, nein, es ist nicht schlau. Den absolut null triggern. Muss es diesmal schaffen. Der muss sofort weg. Mama! Horde. Aber mit unseren 302 Ruhmpunkten wird das nicht so schwer. Hopp. So ein schöner Double Kill. Oh, der Mech ist sauer auf mich. Ich glaube, das war die Horde.
Naja, dafür braucht man ab und zu mal noch eine Pistole, ne? Und nachladen sich jetzt halber. Und die 3 gedrückt. So. Dann haben wir die Horde auch weg. Lass die Leichen jetzt einfach so liegen. Na, das ist ärgerlich. Jetzt habe ich den Mech getriggert. Jetzt hört man mich wieder hier. Schöne MP5-Schiene. Loot ist Loot, ne? Guck manchmal schon dahin, bevor ich loote. Das ist immer blöd. So jetzt zum Beispiel. Wo ich das nächstes looten will, dann vergesse ich immer, wo ich schon war. Polizeizombie. Wer denn her? So. Noch ein bisschen Schießpulver, bitte. Oder Munition und ganz viel wertvolle Sachen. Muss ich in den anderen auch noch rein. Vielleicht verlieren die auch Schießpulver. Die Qualität ist mir ja Wumme. Obwohl ist das egal, wie viel Qualität die Waffe hat. Die Munition. Ich habe bis jetzt noch nie irgendwie allgemein schon lange keine Störung mehr an der Waffe gehabt. Ne? Aber wir haben auch immer Top-Waffen. Tatsächlich. So ein Ladegerät, da freuen sich die Leute. Batterien braucht man eigentlich auch immer. Weiß ich, wie viel Ladung die hat. Upp, ich loote gerade was, was nicht mehr da ist. Interessant. So, der Mächte muss sich wieder beruhigt haben, oder? Das war knapp. Was macht er da hinten? Der kommt gerade auf mich zu. Das ist blöd. Aber jetzt würde ich losgehen. Ganz entspannt. Da ist Sprengzombie. Darf ich nicht triggern? Komisch, dass der nicht kommt, ne? Oder was ist denn da Pusche? Warte. Verliert doch mal was Feines. Kopfsack. So, dann. Jetzt kommt noch eine Ladung Schießpulver. Das ist eine Handvoll Schießpulver, nehmen wir mit raus. Und ich habe es jetzt einmal erst gefunden. Davon braucht man auch gar nicht so viel, glaube ich. Das Schlimmste ist das Blei, ne? Bei der Waffen- bei Munitionsherstellung. Was? So schlechter Loot, ne? In so einer geilen Location. Sah gut aus. Ja, warum lässt er sowas liegen? Manchmal wundere ich mich selber, dass ich Sachen nicht mitnehme, ne? Scheiße. Das ist eine Langwaffe. Kann ich auch gar nicht mitnehmen. Motorrad. Wie soll ich den transportieren? Muss ich das Schwert irgendwo unterkriegen? Wo ist denn das Schießpulver, was wir gefunden haben? Da.
Fast voll sogar gut. Ach, das passt ja da dicker rein. Quatsch, da. Da war ich jetzt schon dran und nicht hier. Ich schon wieder vergessen. Kein Scheißpulver drin, ey. Ärgerlich. Das ist noch so viel zu looten, aber ich traue mich da nicht hin, weil da sind überall Fenster drin. Hier ein Zombie drin. Ärgerlich. Boah, jetzt kriege ich die sowas von. Aber durch Gitter können die doch nicht sehen, oder? Ey, ist ein Spinn drin. Ja, das ist nicht gut. Lassen wir ihn erstmal beruhigen. Der Elefant im Porzellanladen. Ich dachte, der sieht mich nicht wie ein Zaun. Scheiße. Da sind die ganz wild auf mich hier, ne? Aber jetzt gucken wir mal ganz kurz nach der Munitionherstellung. Crafting. 15 Einheiten? Oh, das ist viel. Ist auch ein guter Weg wieder nach draußen. Über diese Buden. Aber wie gesagt, die Kollegen hier, die machen ja das Leben nicht leicht. Ich bin wieder im Badezimmer. Scheiße. Schöner schwarzer Quiver, ey. Auch selten geworden. Boah, Alter. Warum? Eine Handvoll Schießpulver. Ah, ich knack da ihn jetzt nicht, das ist mir zu gefährlich. Badezimmer. The best place here. Wow. Nur ausnutzen. Am Hausrand läuft. Wow. Der war noch richtig nah. Ey, nichts. Nicht mal Kacke. Oh. Ich ahnte es. Ich ahnte es. Vollhit wieder mal. Oh, ich kann rennen. Jetzt kommt die Rettungsaktion. Ja, ich bin mal wieder ohne alles losgelaufen, ist klar. Was haben wir noch? Die guten Socken, Hotpants und so sind Slots. Ach, HP ist noch in Ordnung.
So. Ah, perfekt, geil. Kriegen wir die verbunden? Ich will doch mehr Schießpulver haben. Mehr wollte ich doch gar nicht. Boah, das blutet, ey. Das arme Gerät. Der Zombie. Gut, dann haben wir jetzt eine verbundene Wunde, die sich hoffentlich nicht infiziert. Tut sie auch nicht und warten kurz auf Heilung. So, ja, die Heilung vollzieht so langsam, dauert noch ein bisschen. Und ich habe gerade gedacht, scheiße, ich habe was vergessen. Dieser Airdrop hier. Mann, habe ich komplett vergessen. Und natürlich kommen da auch Spieler hin, wenn sie da sind gerade und hören ja, dass ich hier diesen Mech-Trigger die ganze Zeit. Scheiße. Das ist not gut. Ich muss hier raus. Wird hier noch einmal kurz looten gehen. Da. Da habe ich vielleicht Glück, was Schießpulver betrifft. Ich gucke mir die ganze Zeit diesen zuckenden Zombie da an. Ne? Ich werde wahnsinnig. Aber ich gehe erst los, wenn Heilung kommt. Dauert da auch so eine C4, ne? Boah. So, jetzt kommt die Heilung. Ja. Und bam, Treffer. Erstmal gucken wir, wo der Mech ist. Das ist bei mir. Wieso hat er mich gesehen? Ohne zu schießen. Das schlau ist, was ich hier tue. Ja, so halbwegs, ne? Nein, ist nicht schlau gewesen. Hier machen wir irgendwann Pause drin. Boah! Wo kommt der nicht ran? Wo kommt der nicht ran? Da oben. Hä? Seit wann ist hier eine Leiter? Boah, voll die Schatzkiste! Was mir gerade noch eingefallen ist: Unkraut. Bekämpfungsmittel. Das wurde gestern noch im Stream gefragt, ob es das nicht mehr gibt. Doch, ich habe es gefunden. Und es ist noch mal Pestizid da. Brauche ich jetzt aber nicht. So, Mech, beruhig dich da unten. Ich bin hier auf deinem Dachboden. HP kommt langsam wieder rein. Hör ihn jetzt auch nicht, ne? Weil er weit weg ist. Oh, was sehe ich da? Ach, Bolzen. Habe ich ja gerade zerlegt. Können wir ein neues anziehen? So. Wäre es wesentlich kalt. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht allzu laut gewesen. Bei zwei Sprengzombies und 15 Mal Mech-Triggern. Wo ist der Bärenbusch? Bärenbusch? So. Du hast die Zone verlassen. So, das war wieder so eine Fahren und los geht die Post. Also ich muss jetzt dann Richtung Norden grob ein bisschen aufpassen, weil ich habe es echt schon wieder zu Klump gefahren, das Teil. Mann! Scheiße gefahren, ne? Weil da ist ein fetter Bach im Weg. Genau da ist er. Ich sehe ihn sogar von hier.
auch nicht so die friedlichste Stadt der Welt hier. Kein Dietrich hier, aber die werden wir hier finden. Mal so eine mutige Tour durch die City. Aber ich habe ja auch schon oft Cheesepulver gefunden, so Dinger. Lecker. Essen. Wir haben Hunger. Obwohl, ich mag in Real überhaupt gar nicht Sardinen. Ach, nimm mal mit. Können wir alles im Lager lagern? Das ist Militär, wo wir hinfahren. Relativ geiles Militärlager, weil keine Mechs da sind. Hat nur ein paar klumpige Zombies. Aber die sollten ja eigentlich kein Problem sein. Und ist nicht so dolle besucht, glaube ich. Wenn ja, dann haben wir jetzt eine geile Sniper-Pose auf diese gesamte Basis. Das ist überhaupt ein komischer kleiner Außenposten. Oh, ich liebe dieses Ding. Mann. Warum hat man immer zu wenig Platz? Ey, wisst ihr, was ich das letzte Mal gefunden habe? 100 Jahre her. Warum gehe ich auf den doofen Turm und finde die auch noch? Bam! Die hat echt Power. Aber die ist auch sehr laut, ne? Das ist auch so eine Sache in Scum mit der Lautstärke mittlerweile. Dann gibt mir jetzt ein bisschen Scheißpulver. Das gibt's doch gar nicht. Kann doch nicht nur Lappen und Müll finden. Voll selten, die Muni. Und ein ganzes wunderbares Neset. Sorry, muss aufstoßen. Soll brennen. Auf den Kopf mit das Ding. Fünf, ja, liegt das Ding auf dem Boden, ich weiß. Dann ist er weg. Ein großer Rucksack liegt da auch noch in schwarz. Ich glaub's nicht. Ich werd gleich sowas schon weggebombt. So. Guckt euch das an. Eine dicke Reparatur. Eine Kartoffel auch noch. Haben wir ein Glück? Nein, Quatsch. Rauf auf den Buckel. Inventar öffnen. Oh, der eine. Aber passt dann die Schrot noch rein? Wartet mal. Ich will die haben. Ich will sie. Ich will aber auch den kleinen Rucksack nicht weglassen. Na, dann versuch was wert. Ich liebe Tetris. Na, ich mag Tetris gar nicht. Das Schwert, na, das wird nicht passen, ne? Ich weiß, ich hampel schon wieder viel zu lange auf eine Stelle rum. So. Ah, die ist lang. Die ist saulang. Das mache ich jetzt Chaos. So. Nee, wie im Leben. Oh! Hätte ich jetzt nicht erwartet. Kartoffel! Gut, gucken wir jetzt schnell in die Zelten rein. Mütze und so eine Matte. 44er und auch schlechter Zustand. Kriegst du nichts mehr für. Das
Sniper Moon. Für die hier tatsächlich. Gut an den Waffen ist halt, dass sie keine Magaziner brauchen, ne? Boah, bis jetzt habe ich alles unterbekommen. Ich glaub's auch gar nicht. Aber leider nicht das gefunden, was ich will, ehrlich gesagt. Besser gesagt, möchte. So. Shit. Wo haben wir genug? Da hapert es nicht dran, ne? Wupp, weg ist er. Aufgemampft. Gut, jetzt habe ich so viele Einheiten gesammelt, wie ich konnte. Puh, guck noch mal ganz kurz bei der Polizei hier rein. Obwohl, ich will echt den Loot nach Hause bringen. Ich habe echt Bammel. Aber das war echt enttäuschend wenig. Enttäuschend wenig Material, ne? Die Garagen durchforsten. Ich hab einfach stehen, ganz mutig. Also diese kleinen Pöttchen Schießpulver verbrauchen ja nicht mal Platz. Er kommt doch auch rein. Ach, kommst du gar nicht. Kommst gar nicht um die Ecke. Du Armer. Du armer Zombie. Boah, leck. Ein Leica Beifahrersitz? Ja, da stinke ich. Kann mich nie essen. Er will mich unbedingt essen da hinten. Also, warum kriege ich denn kein Schießpulver? Das ist sogar gut gerade, aber brauche ich momentan. Aber kann ich nichts so unterkriegen. Bräuchte ein bisschen. Komm her, Herr Officer. Ich habe nur zwei Dietriche sozusagen mit. Horde. Aua. Den habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Oh, das wird ganz schwer nach hinten losgehen. Was? Du sollst nicht mit dem Motorrad kämpfen. Aua. Kletter da hoch. Was mache ich denn für einen Blödsinn hier? Garagen. Kleine Pipi-Horde habe ich doch nur hier am Arsch. Ich wollte hier keinen Krach machen. Kehr mit er. So, Schießpulver dabei. Jetzt mache ich hier so einen Krach. Und box mich mit meinem Motorrad, anstatt da loszufahren. Boah, hab mich auch gut erwischt.
Jetzt hör auf mit der Waffe da so zu spielen, Mädchen. So. Ein Akku nehmen wir gerne mit. Gar nichts, ne? Sein Schießpulver seltener geworden? Ich hab's irgendwie so nicht vernommen. Ich hab's aber oft in der Hand gehabt halt, ne? Dann geht die Aufnahme eigentlich schon. 45 Minuten erst. Oh, heute kommt es mir langsamer vor. Ein Messerchen. Schrot, die ich mal wieder benutzen wollte, mal zum Testen. Angeblich ist sie besser geworden. Vogelschrot. Auf jeden Fall ist Schrot ja eh keine Fernkampfwaffe. Auf nahen Distanzen, weiß ich nicht, ein Zombie. Ein Vogelschrot vollpumpen. 45er. Noch ein bisschen Schießpulver. Also das ist eigentlich das einzige Zaubermittel, was ich nutzen will. Oh, da hast du ein Tor aufgemacht. Ist auch unklug, sein Motorrad da so stehen zu lassen. Da weiß jeder, dass da einer in der Polizeistation rumlümmelt. Hätte ja noch ein paar Dietriche machen können. Mach zu, dann müssen wir wenigstens anklopfen. Oh, eine 30er Rolle. Schön. Sind fürs Camp. Hier ist mal so frei. Messer, Schwert liegt auf dem Boden. Wow. Nochmal, wow. Zwei Patronen. Scheiße. Gute Schere. Die haben wir schon geäugelt. Geliebäugelt. Hier drin könnte auch öfter mal Schießpulver sein, ne? Aber natürlich nicht. Aber gut, das sind genug Kugeln zum Mitnehmen. Eine fette Kiste. Toll. Nein, ich kann nicht beides. Ey, ich hasse diesen Platzmangel, den ich immer habe. So. Dann schmeiße ich jetzt wahrscheinlich irgendwas auf den Boden, ne? Weil ich mir den Platz wieder weggenommen habe. Mal ganz kurz irgendwo im Busch rein. Ja, boah. Also das machen wir später. Muss es reinschieben. So. Passt du dahin, mein allerliebstes Katana, ja. Ist aber fast kaputt. B3. Schon wieder? Ich kann bei eh nicht so knacken. Fahren! Dauert immer so lange, ne? Ist kein Wunder, dass man da Headshots kriegt drauf. So lächerlich wenig Einheiten. Schießpulver gefunden. An wirklichen Hotspots. Mutig gesucht. Schlecht gefunden. Wir sind jetzt gleich zu Hause, damit ich keine Überstunden mache hier. Welcome in Timmytown. Hier liegt bestimmt tonnenweise an Schießpulver rum. Aber man weiß ja nicht wo. Das ist das Blöde, ne? So. Das ist ja auch nicht so ein Item, was jeder sammelt, oder? So Schießpulver. Angelkram. Also die selber Herstellung von Munition einfach völlig sinnvoll ist. Ne? Muss man einfach mal sagen.
Oh, geil. Ey, warte mal, ich habe doch Sachen zu reparieren. So gut. Zum Beispiel den Helm. Ist er safe? Dass sowas liegen gelassen wird, ist verwunderlich, finde ich. Was haben wir denn? Knackwerkzeug 0? Ach, hallo, Herr Zombie. 5. Ist ja Safe Zone. Hör auf zu brüllen. Und gib mir das, was ich verlange. Nein. Wahrscheinlich alle offen. Verschlossen? Jetzt bin ich verwirrt. Krass, sie umdreht, ne? Ah, oh, Mann, da konnte ich nicht schnell wegschalten. Warum werde ich heute so oft gehittet? Schöne Pistole, ich habe keinen Platz mehr. Nein. Dieser ganze Block drin, ich kann sie nicht mitnehmen. Aber ich kann auch nichts knacken. Wegen diese Spinde und Schreibtische öffnen. Vielleicht hat man da ja noch mal Glück. Oh geil, ein Buschmann. Was war? Wo bist du denn? Chippies. Warum kam denn kein Zweigquiver auf? Das ist gut. Panisch schon sofort losschlagen. Das war sehr ein geiler Fund, ne? Aber wie viel Knackwerkzeug habe ich denn noch? 5. Ich kann noch 5 Schränke öffnen. Viele sind es ja hier nicht, ne? Dann gehe ich aber unten aufmachen. Wer hat verloren? Was? Kacke. Was hab ich verbummelt schon? Bestimmt schon einen Haufen. Das Safe Zone Looten ist langweilig, ne? Kann ja gar nichts passieren. Ich weiß, dass ich wahrscheinlich das Geilste vom Geilen finden werde. Hab ich schon reingeäugelt. Aber ich es nicht mitnehmen kann. Das wird das Problem sein. Warum haust du denn meinen Rucksack so feste? Blöder Zombie, ey. Da muss ich ein bisschen Platz hinkriegen. Eins, zwei, drei. So, Crafting. Sternchen. Diddly, Doodly. So. Mein Schwert hat nur noch 24%. Ach du Scheiße. Wieder auf. Hey, ich krieg das nicht hin. Ich hab mein abgebrochen in so einem billigen Schloss. Ich hasse mich. Dass die noch zu sind. Na gut, Knackwerkzeug ist wertvoll, ne? Okidoki. Ein neuer Helm. Eine geile Pistole. Ich lege die Sachen mal raus. Dann bleiben die hier liegen. Und der Schrank kann sich mit neuen Loot füllen. Fuck. Dass man keine gefüllten Rucksäcke mitnehmen kann, das ist ärgerlich, ne? Passt das Katana, passt auf jeden Fall dann noch hin. So. Boah, das ist so im Arsch. Was ist denn mit den Cheesepulver los? Ist das mit Absicht Spiel? Dass es überhaupt kein Cheesepulver mehr gibt? Oder nur wieder, weil ich suche? Spiel ist schuld.
Auf nach Hause. Keine Ahnung, wie viel Schuss ich herstellen kann mit dem bisschen Material. Hup, vorsichtig. Das kann ganz schön ärgerlich werden, so eine Zusammenprallung. Mal gucken. Ach, guck mal, die beiden, die sind auch mal da. Ihr fängt es an, bei mir sogar an zu lenken. Oh, das mit der Türöffnung ist so geil. Moped? Was kommt bei dir? Ist ein anderes Moped noch am Laufen, oder? Ach, da. Na, ihr beiden? Moin, moin. Seid ihr auf Tour? Ja, wir gehen ein bisschen was looten. Was denn? Polizeireviere, ein bisschen Waffe holen, weil wir haben keine Waffen hier. Ja, das ist immer Mangelware. Da wünsche ich euch sehr viel Glück. Gut Loot. Danke, danke. Ciao. Tschüss. So, gut, jetzt muss ich die Tasche erstmal wieder freikriegen. Wo wir tatsächlich, wir brauchen. Eine Sache kann ich in der Hand nehmen. Metallschrott. Ich kann eh nicht viel herstellen. Ich weiß nicht, wie viel es werden wird. Damit habe ich schon mal Platz ohne Ende. Fuck. Ey, wo ist der hin? Er hat einfach Puff gemacht. Ach, das ist wahrscheinlich irgendwo gelandet, wo Platz ist, oder? Ah, da unten. Herz. Mein Herz. So. Wie gesagt, die will ich haben. War ein geiler Blaster. 100%. Da kommt irgendwo rein. Da, guck. Das gab eine dicke, fette Reparatur. Zap, irgendwo rein. Ach, das muss ich mir. Darf ich auf keinen Fall vergessen zu reparieren. Ärger mich, sonst schwatt. So, der Rest ist mir jetzt gerade erstmal egal. Ich nehme mal ein paar Einheiten mit. Ich weiß immer noch nicht, wie viel man braucht. Ich nehme alle mit. Dann Metallschrott und eine Kiste, ne? Werd nicht viel herstellen können, glaube ich einfach. Mit diesen leider nur einen Schießpülverchen. Ich glaube schon viel zu viel. Was haben wir hier drin? Wahrscheinlich. Überraschung, Bolzen, okay. Ranger 1. Das hört sich an wie so ein. Wie aus Star Wars. So, ich habe natürlich eine Werkbank hier, die ich nutzen kann. Ach, ich habe was vergessen, wo ich das Wort Werkbank benutze. Toll, dass ich wieder mal an allen gedacht habe. Außer am Platz. Beide 27%. Das hier kommt im Garten. Das hätte ich schon längst lagern können. Hä? So. Bolzen, Nägel, verschiedenes. Zap. Oder nicht Batterien? Nee. Knackwerkzeug, Werkzeugkisten. Auch mehr. Verschiedenes hier. Rein damit. Also, ich bin mir unsicher, was ich hier gerade tue. Und Pastinak auf den Boden gelegt. Sieht aus wie eine Wurst. So, jetzt will ich natürlich die Werkzeugkiste ungern kaputt machen da, ne? Muss ich aufpassen. Oh, ich muss die Tür zumachen.
Hunger und Durst hat sie auch wie die Hölle wieder. Die hat ordentlich Prozent, das ist gut. Crafting, Munition ist das hier, was wir wollen. Ich mach mal maximale Anzahl. Das ist wirklich viel. 5 Schuss pro Einheit, also pro... ...15 Schuss. Werkbank hält gut aus, ja. 20 Schuss. Ja, für den Luftkampf reicht das noch lange nicht. Aber es ist ein Anfang, ne? Werkbank gehen wir bloß nicht kaputt. Und sie hört ja gar nicht auf. Mehr als ich dachte. Ich dachte, da wäre noch weniger. Man hätte es ja ausrechnen können. Da ist es. Die gesamte Menge. Zu pinkeln. Ein blöder Kaffee morgens immer, ne? Ja, für mal da zusammen. 45 Schuss. Und wir haben noch ganz viel Material. Na, die zwei Einheiten, ne? Hä? Braucht man gar keinen Set mehr? Okay. Mach's auf 50, ne? Damit ich die Bank nicht so doll kaputt mache. Die Bank eigentlich ganz schön was aushält, ne? Wenn es doch über 50 geht, überhaupt. 54, ja. Katana. Oh, wir sind schon wieder bei einer Stunde. Jetzt ging die Zeit wieder schnell vorbei. Ist auch schon spät. Die Folge müsste in einer halben Stunde online sein. Das schaffe ich natürlich nicht. Schade, dass die Werkbank so viel Schaden nimmt, ne, davon. Aber es reicht. Zwei Einheiten machen das nicht wirklich im Bratenfett. Aber ich tue wenigstens was dafür. So. Das Ziel ist natürlich immer noch, hier Munition reinzubekommen in dem Teil, ne. Mir fehlt ja eh noch ein ganzes Magazin. Da ist gar keins dran. Da ist es dran. Das denn aus? Sehr simpel. Und da passen so viele rein, ey. Oh. Hätte er mit den Sammeln von Schießpulver und so beginnen müssen. Man hat einfach nicht dran gedacht. Man findet ja schon genug Munition. Aber da ist nicht mal ansatzweise was drin. So. Scheiße. Das ist eine Salve, dann bist du leer geschossen. So wie das aussieht. Double. So, immerhin haben wir ein bisschen was geschafft. So. Puh, jetzt geht sie im Bett und schläft. Mit ihrem ranzigen Rucksack. Und freut sich über den heutigen Tag. Sie hat es geschafft, sie hat überlebt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.